ja, genau. Ah. Wunderbar, vielen Dank, Dara. Während ich meinen Bildschirm teile, vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu mir. Mein Name ist Xenia Wiese, ich bin die Branchenexpertin für Handel und Konsumgüter bei Microsoft Deutschland. Und wie Sie ja vielleicht wissen und auch schon vielleicht einige Sessions miterlebt haben und sich angeschaut haben, wir haben insgesamt mit dem HDE 10 Webinare aufgesetzt zu verschiedensten handelsrelevanten Themen, die wir mit Microsoft Plattformen und Lösungen unterstützen. Wir haben heute auch wieder einige Microsoft-Kollegen dabei und einige Microsoft-Partner-Kollegen. Und Sie sehen, wir haben eine ja, recht umfangreiche Agenda. Und bevor wir in die heutigen Inhalte einsteigen, wollte ich Ihnen noch kurz mitgeben, was Microsoft denn eigentlich in der Handelsbranche macht und wie wir uns aufstellen. Im Wesentlichen, immer wenn wir dabei sind, geht es natürlich nicht überraschend um die digitale Transformation einer Handelsunternehmung, egal welches Segment und auch egal, ob jetzt groß, mittel oder klein. Und im Wesentlichen geht es natürlich darum, wie kann man denn mithilfe von digitalen Lösungen ja, die großen Herausforderungen, die die Händler aktuell auch sehen und erleben, meistern. Und das sind im Wesentlichen vier Handlungsfelder. Das sind die, die wir hier oben sehen. Da geht es zum einen um natürlich den Endkunden im Handel. Wie kann ich denn beispielsweise mithilfe von digitalen Werkzeugen bessere Segmentierungen erstellen? Wie kann ich bessere Prognosen erstellen, was meine Kunden morgen und übermorgen sich wünschen? Dann geht es natürlich auch um die Mitarbeiter im Handel und das sind natürlich zahlenmäßig die meisten, diejenigen, die in der Filiale oder auch in den Warenlagern arbeiten. Was kann man also dort tun mit digitalen Werkzeugen? Wie kann man diese Mitarbeiter besser einbinden? Und wie können diese Mitarbeiter vielleicht auch mit digitalen Werkzeugen effizienter werden? Rund um die operativen Prozesse und die Lieferkette, das ist das dritte Handlungsfeld. Das ist natürlich ein sehr breites, und da geht es vielfach wirklich darum, ja, Lieferkettentransparenz zu erzielen mithilfe von digitalen Werkzeugen. Und was ja durchaus, ja, gerade auch in Zeiten von Corona natürlich eine gewisse Herausforderung ist. Und ja, das letzte Handlungsfeld so rum, dreht sich um innovative Handelsformate. Also ganz viel rund um intelligente Filialen mit digitalen Technologien, also intelligente Regale oder. Was wir jetzt gesehen haben, und das sind vor allem auch die Themen, die wir für Sie vorbereitet haben in diesen Webinaren, in den Online-Erfas, sind natürlich gewisse Themen, die durch die Corona-Krise und auch die Lockdowns nochmal an Fokussierung gewonnen haben. Zum einen geht es natürlich im Kundensegment darum, wie kann ich denn über meinen physischen Kanal hinaus verkaufen, ja, online, mobil, E-Commerce. Dann, wie kann ich denn sicherstellen, dass meine Mitarbeiter, auch wenn sie vielleicht in verschiedenen Schichten arbeiten oder von verschiedenen Orten, dennoch miteinander kommunizieren können und auch auf die gleichen Informationen zugreifen können. Und ich sagte es schon, natürlich das große Thema Lieferkettentransparenz, was uns sicherlich auch noch weiterhin begleiten wird, auch Stichwort Lieferkettengesetz. Und dann, was die Formate angeht, natürlich ein ganz großes Thema, wie können Kunden denn auch kontaktarm oder kontaktlos einkaufen? Nochmal kurz zu Ihrer Information. Der erste Teil unserer Online-Erfahrt-Termine waren insgesamt 5 Sessions zu den Themen, die Sie hier auch sehen. Alle Aufzeichnungen, weiterführende Materialien und auch Kontaktmöglichkeiten mit Microsoft und Microsoft-Partnern, die Sie eben auch unterstützen, finden Sie auf Handel 4.0 unter dem Reiter Digitales 1x1. Das ist hier auch nochmal verlinkt. Der zweite Teil unserer Online-Erfa-Serie sind dann diese Sessions, die Sie hier sehen.
Und Sie sehen, heute geht es um meinen Webshop. Also wie kann ich als Händler, als kleiner, mittlerer Händler auch meinen eigenen Webshop einrichten und was benötige ich dafür? Ja, noch einige weiterführende Informationen, aber damit würde ich übergeben an meine Kollegin Clara Borgmann, die Ihnen nochmal unsere entsprechende Plattform genau für das Thema E-Commerce bzw. Commerce vorstellen wird. Clara. Genau. Erstmal vielen Dank, Xenia, für den tollen Einstieg und damit auch hallo und ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Genau, ich bin Clara Borgmann und als Produktmarketing-Manager bei der Microsoft verantwortlich für unsere Dynamics 365-Plattform. Genau, und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema, denn ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und ja, Ihnen einen kurzen Einblick über die Dynamics 365-Plattform zu geben. Genau, ja, der Bedarf an digitalen Lösungen steigt heute stetig und genau, wie wir wahrscheinlich aus allen Medien momentan hören, sind Daten das sogenannte neue Gold. Allein in den letzten 3 Jahren sind 90% der weltweiten Daten generiert worden, was, glaube ich, ja eine sehr mächtige Zahl ist. Und ja, dadurch wird sich vor allen Dingen die Art und Weise, wie wir arbeiten, enorm verändern. Wenn wir alleine mal irgendwie an die sozialen Medien denken, entlang dieser kompletten Customer Journey werden Daten kreiert. Was guckt sich der Kunde gerade an? Was sagt er über unsere Produkte? Wie reagiert der Kunde auf unsere Marketingkampagne? Wie Sie vorstellen können, entsteht dadurch ein unvorstellbar großer Datenpool an vor allem unstrukturierten Daten, die der Einzelhändler erst miteinander vernetzen muss, um nachhaltig ja, gute Entscheidungen für sein Unternehmen zu treffen. Das Problem dabei ist jedoch, dass 58% der Unternehmen gar nicht wissen, wie sie ihre Daten vernetzen können. Und genau deswegen hat Microsoft Technologien und auch Lösungen entwickelt, die diese Daten durch künstliche Intelligenz miteinander vernetzen können und dadurch auch verarbeiten können. Genau. Ja. Genau, ein weiteres Problem ist, dass bestehende Applikationen, die ja, noch einmal zurück. Genau. Genau, ein weiteres Problem, was eigentlich hier ganz schön beschrieben ist oder gezeigt wird, ist, dass bestehende Applikationen, die auch vor allen Dingen der Einzelhandel nutzt, diese Daten, diese unstrukturierten Daten, die wir davor gesehen haben, in Silos speichert. Das heißt, dass vor allen Dingen diese Daten oftmals in verschiedenen Systemen gespeichert werden oder manchmal sogar händisch verwaltet werden. Dadurch können zum Beispiel oder werden zum Beispiel Kunden, Produkt, Mitarbeiter, Prozessdaten voneinander getrennt gespeichert und analysiert. Dadurch können Sie sich vorstellen, dass Sie eben ja, gar nicht die Chance haben, proaktiv zu handeln, da Sie gar keine einheitliche Sicht auf Ihr Geschäft und ja, Ihre Unternehmensabläufe haben. Aber was ist zum Beispiel, wenn es Korrelationen zwischen diesen Daten gibt oder die Ursache eines Problems eben mehrere Abteilungen Ihres Geschäfts umfasst? Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Sortimentsgestaltung. Das Aufbrechen von diesen Datensilos oder ja, die Verknüpfung von diesen Daten kann bei der Zusammenstellung und auch der Pflege des Sortiments enorm helfen. Genau, zum Beispiel durch die Analyse des Sortiments oder auch Kundentrends können beispielsweise ja, sogenannte Ladenhüter erkannt werden oder und dann auch direkt im Folgestep automatisch durch neue Produkte ersetzt werden. Ebenso können Sie Sonderpreisaktionen dadurch verwalten und ja, neue Artikel können eben einfacher integriert werden. Genau, das steht jetzt fest, aber wir haben immer noch nicht die Frage geklärt, wie wir das überhaupt möglich machen können. Genau, und da würde ich dann auf die nächste Slide gehen. Xenia? Perfekt, super, danke schön. Genau, und wie gerade besprochen, um diese Datensilos aufzubrechen, hat die Microsoft eben das Konzept der digitalen Feedback-Schleife ins Leben gerufen.
Und diese besteht eben aus der Annahme, dass wir durch künstliche Intelligenz und Datenkonnektivität Unternehmern alle Bereiche ihres Geschäfts digital vernetzen können, um zum Beispiel Abläufe zu optimieren, Mitarbeiter zu befähigen, Kunden zu begeistern oder eben auch Produkte zu transformieren. Denn all diese Stichwörter, die wir auf dieser Slide erkennen, kreieren irgendeine Form von Daten bzw. Feedback an ihr Unternehmen. Es ist also wichtig, einen einheitlichen Datenpunkt zu bilden, wo all ihre Informationen von Kunden bis Mitarbeiter über Prozesse, Produkte gespeichert und analysiert werden. Genau, und lasst uns gerne das dahingehend einen tieferen Einblick in diese Veränderung auf der nächsten Slide werfen. Genau, und zwar ist es eben heute möglich, dass Sie als Einzelhändler proaktiv handeln können, als nur auf das zu reagieren, was sowieso schon passiert ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Ihr Geschäft nicht mehr nur in Teilen zu betrachten, zum Beispiel indem Sie zwischen Online- oder Offline-Handel trennen, sondern Sie können diese Daten vernetzen, um bessere und einheitliche Einblicke über Ihr Geschäft zu bekommen. Und anstatt Entscheidungen auf Grundlage eingeschränkter oder unvollständiger Informationen zu treffen, können Sie sich auf einen ganzheitlichen Datenpool zurückgreifen, um eben bessere Analysen und Entscheidungen zu treffen. Genau, und um genau diese neue Sicht und diese neuen Anforderungen an die moderne Datenwelt zu erfüllen, hat Microsoft Dynamics 365 entwickelt. Genau, und durch diese Vernetzung von Daten und künstlicher Intelligenz bildet Dynamics 365 die Grundlage für ein umfassendes Set an intelligenten Geschäftsanwendungen. Wie man hier ganz gut erkennen kann, reicht Dynamics 365 über alle Stufen Ihres Unternehmens hinweg, also wirklich vom Kunden über das Finanzwesen bis hin zum zum Beispiel Talentmanagement. Alles das ist notwendig, damit Sie als Einzelhändler eben ein tieferes Verständnis Ihres Geschäfts bekommen, um erfolgreich zu sein. Eben nicht nur in einer Abteilung, sondern in allen Bereichen. Genau, mit Dynamics haben Sie eben die Möglichkeit, Daten aus praktisch jeder Quelle zusammenzuführen. Und das ist jetzt ganz wichtig, unabhängig davon, ob diese Daten aus einem Microsoft-System stammen oder nicht. Es geht also wirklich darum, eine einheitliche Unternehmens- und Applikationslandschaft zu bilden. Und diese Applikationslandschaft baut eben auf Microsofts eigener Cloud-Plattform auf, genannt Azure, sodass Sie Ihre Daten in der Cloud speichern können und damit nur durch einen Klick erreichbar sind. Genau. Und jetzt können wir gerne einen tieferen Einblick auf die einzelnen Geschäftsanwendungen werfen. Und zwar hat unsere Dynamics 365-Plattform ein komplettes Set an verschiedensten Business-Applikationen, die sowohl alleine funktionieren, aber natürlich umso besser zusammenpassen. Und dabei handelt es sich um eine SaaS-Lösung, Software as a Service, in der Cloud, welche eben einheitlich, intelligent und anpassungsfähig ist. Und die Plattform bietet eben die Flexibilität, auch neue Funktionen und individuelle Anpassungen schnell hinzuzufügen, um eben den Anforderungen Ihres Geschäfts gerecht zu werden. Genau, und Dynamics 365 verknüpft eben sozusagen das Beste aus beiden Welten, also sowohl aus CRM, Customer Relationship Management, als auch ERP, Enterprise Resource Planning, und reicht damit eben wirklich vom ersten Lead bis hin zur finalen Rechnungsstellung durch das Finanzmodul zum Beispiel. Genau, und zu den CRM-Modulen, die finden wir jetzt eben im oberen Teil dieses Kreises, zählen zum Beispiel Marketing, Customer Service, Field Service und Sales. Und damit werden eben sämtliche Kundendaten gespeichert und Fragen beantwortet über, was wissen Sie über Ihre Kunden, wann hatten Sie, welche Interaktion mit dem Kunden, gibt es vielleicht Cross- oder Upselling-Potenziale, und eben durch Beantwortung von diesen, aber natürlich auch vielen, vielen anderen Fragen, können Sie eben eine nachhaltige Kundenbeziehung fördern und auch Wachstum generieren. Genau, und um nochmal auf die Abbildung zurückzukommen, sehen Sie jetzt auch noch im unteren Teil des Kreises die ERP-Module der D365-Plattform. Und dazu gehören eben Human Resources, Finance, Supply Chain Management, Project Operations und Commerce. Genau, und dieses starke Set an ERP-Lösungen kann eben auch umfangreiche Lieferketten abbilden. So können Sie zum Beispiel komplexe Sachverhalte von
ja, Einkauf, Verkauf, Lagerverwaltung, Produktion und ja, Versand eben darstellen. Genau, und im weiteren Verlauf unseres Vortrags soll es heute vor allen Dingen um unsere Commerce-Lösung gehen, die ja vor allem im Retail bzw. Einzelhandel eine sehr beliebte Omnichannel-Lösung ist. Daher würde ich nun sehr gerne an die HSO übergeben, welche uns einen tieferen Einblick in diese Commerce-Welt geben wird. Ja, vielen Dank, Clara. Vielen Dank auch, Senja, für die Einladung, für die Hinführung zu diesem Thema. Vielen Dank auch, dass die HSO hier ihr Partner sein darf, dass wir hier zeigen dürfen, was wir bisher zusammen mit Microsoft gemacht haben. Im Gegensatz zu Microsoft ist HSO natürlich nicht so gut bekannt, ist ein spezieller Microsoft-Implementierungspartner. Deswegen zwei Folien, das wir uns mal kurz vorstellen. Mein Kollege Michael Gremm wird sich dann später vorstellen. Er wird Sie dann live in das Microsoft E-Commerce-System einführen, wird Ihnen dabei Use Cases zeigen, damit man eben sieht, was man da machen kann. Und ich selber bin auch seit einem Jahr jetzt bei HSO, war vorher über 30 Jahre im Retail in verschiedenen Funktionen und kenne also die Entwicklung von, sagen wir mal, den klassischen Einkaufsläden oder im Versandhandel von dem Katalogen hin zum Omnichannel, was sich in den letzten 30 Jahren ja komplett verzogen hat durch das E-Commerce und durch die Veränderungen, was die Clara ja mit digitalen Transformationen als High-Level, als Einstieg gezeigt hat und wir uns natürlich in die Tiefe gehen und zeigen, was wir da anbieten können. Wir sind weltweit unterwegs, haben über 1500 Mitarbeiter, sind einer der größten Implementierungspartner von Microsoft mit den Kernländern in Deutschland, Niederlande, Großbritannien und USA. Xenia, wenn du mal eins weiter magst, bloß so als Einstieg für Sie, wir waren jetzt auch so tief, wir sind um alle Themen, was die Clara gezeigt hat, was sich um diese D365-Welt bewegt, also von Azure bis hin zu Power Apps und auch in allen Industrien, also nicht nur in Retail und Distribution oder Commerce, wo wir uns heute bewegen, sondern auch in Manufacturing, in Services und sind dann gerne Ihr Partner, wenn es darum geht, dass Sie sich diese Microsoft-Welt implementieren wollen oder Teile davon. Das ist sehr modular aufgebaut, das ist ja nicht Bedingung, dass er sich alles aufbaut, man kann ja auch einzelne Teile. Wir sind jetzt in einem Projekt und das zeigt uns ja dann später Michael, wo es jetzt dann nur um diese E-Commerce-Komponente geht. Und ja, wir sind eben durch die Größe, die wir sind wir auch in dem Inner Circle von Microsoft, was uns sehr freut. Und deswegen soweit auch die Einführung zu HSO, damit Sie zumindest wissen, woher mein Kollege Michael Gremm und ich kommen. Jetzt wird man dann den Aufschlag von Clara aufnehmen. Sie hat uns ja gezeigt von dieser globalen Welt mit so viel Daten, dass kaum einer weiß, was er mitmachen soll, bis hin zu dem Thema D365. Und was ist D365? Bestehend aus dieser CRM-Komponente und dieser ERP-Komponente. Und einer dieser Button, wenn Sie sich erinnern können, war eben das D365 Commerce, von dem wir heute reden. Und dann ein Unterpunkt, da kommen wir dann in den nächsten zwei, drei Folien dazu, natürlich genau das Thema E-Commerce, also sprich der Shop, um das heute geht. Sie sehen hier sehr anschaulich da gezeigt auch die komplette Customer Lifetime Value, also den Kundenzyklus, aber auch den kompletten Lebenszyklus eines Kaufprozesses. Und alle diese Facetten bietet Microsoft mit dieser D365 Commerce Lösung ab. Also alle Facetten können Sie dann bei sich entsprechend implementieren, und zwar sowohl die Kundenseite, was wir auf der oberen Hälfte sehen, wie auch die Abwicklung, denn es ist uns sehr wichtig, dass alle diesen Themen zusammenpassen, damit der Kunde eben kundenorientiert und kundenfreundlich behandelt werden kann. Auf der anderen Seite aber die Abwicklung, was ja heute State of the Art ist, was heute Standard ist, effizient und schnell geht. 24-Stunden-Service ist halt kein besonderer Luxus mehr, sondern das wird mehr oder weniger erwartet. Insofern ist es sehr wichtig, dass wir in diesem Omnichannel ein komplettes Netz haben, wie Sie hier sehen, einen kompletten Kreislauf, wo alle Themen ineinander greifen, also beginnend von der Evaluation, also von der Suche, wo starte ich? Wir gehen ja heute meistens in Google oder sonstigen Plattformen rein und suchen uns irgendwas, schauen dann nach den Empfehlungen, nach den Bewertungen. Dann ist natürlich noch die Möglichkeit, das direkt im Store zu kaufen oder eben über Shop oder noch klassisch über Callcenter. Danach versuchen Sie natürlich, Sie als Händler, diesen Kunden zu binden, also berühmte Post-Purchase, indem Sie ihm gewisse Loyalitätsprogramme anpassen, indem der Kundenservice entsprechend ist, wenn er Fragen hat. Und wenn es Retouren gibt, gehört er zum Geschäftsmodell heute dazu. Das darf man ja nicht sagen, nichts negativ sehen. Das ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Geschäftsprozesses, des Omnichannel, dass eben der Kunde die Chance hat, die Anprobe oder das Sichten der Ware zu Hause zu machen und dann ein ganz entspanntes und sehr zügiges Retourenmanagement erlebt. Unten haben Sie alle Operations, also den Fulfillment-Service, der natürlich sofort nach der Bestellung starten soll.
Danach beginnt der Zahlprozess, da unterstützt er auch Microsoft mit Fraud-Themen, aber Payment Provided angeboten sind. Das Zahlungsthema kann über verschiedene Tools gemacht werden. Connected Store ist ein ganz spannendes digitales Thema, wo Sie wirklich heute Ihren Store ausstatten können mit verschiedenen Themen, wie auch Kameras, wo Sie sehen, wo hinterlässt der Kunde hier seinen, in dem Fall physischen, nicht wie im E-Commerce, digitalen Footprint und was kann er daraus ableiten, sind meine Stores, meine Läden richtig aufgebaut, wie verhält sich der Kunde und dann idealerweise am Schluss dann, was in Zukunft irgendwann sein wird, das Ganze dann ohne kassenloses Bezahlen. Heißt nicht ohne Service, weil ich glaube, Service wird die Zukunft unterscheiden, aber ich denke, das Payment kann man auch deutlich verbessern. Und dann ganz rechts noch alle die Stammdatenthemen, Nachschub muss funktionieren, die Preise müssen gepflegt sein. Dynamic Pricing ist möglich, bis eben zum Thema Werbung, dass man über Preise auch entsprechend den Kunden ansprechen kann. Sehen wir vielleicht die nächste Folie? Danke. Hier ist aus meiner Sicht nochmal eine schöne Sicht in dieser links traditionellen Welt, wo wir uns ja früher bewegt haben, was ich gesagt habe, was ich ja über 30 Jahre live im Berufsleben erleben durfte. Man hatte früher in den Store den Laden, man hatte das Callcenter, wo der Kunde vielleicht aus dem Katalog raus angerufen hat. Dann kam ja jetzt das Web dazu. Dann kam Marketplaces, kennen wir alle Amazon, aber das ist ja heute einer von vielen Player und nicht nur der einzige. Dann, unterdessen nicht zu unterschätzen, Social Media. Also man darf, glaube ich gar nicht, ich kenne die Zahlen nicht, aber der Großteil des Umsatzes wird heute über Social Media initiiert. Ja, und am Ende ist es doch wichtig, dass der Kunde im Gespräch bleibt. Die rechte Seite ist für mich so ein bisschen auch die Zukunft. Man muss ja versuchen, den Kunden, sich heute auf den Kunden zu fokussieren. Die großen Themen sind das berühmte One-to-One-Marketing, sprich den Kunden aufgreifen, den Kunden nehmen, den Kunden was Aktuelles, was Relevantes anbieten. Und ich denke, da gibt es heute genügend Tools, die natürlich auf Daten, die in Azure, also in der Datenbank, gespeichert werden durch Anreicherung von externen Daten und Qualifizierung von internen Daten, immer besser gestaltet werden können wie in dieser alten Welt. Sprich, ich kann dem Verkaufspersonal viele Chancen an die Hand geben, viele Möglichkeiten. Ich kann dem Kunden selber die Usability von den Endgeräten, also es muss auf allen Endgeräten laufen, das ist heute, glaube ich, Standard, aber auch eben die Suche und auch das Finden der Ware erleichtern. Ich muss im Kundenservice sofort reagieren können, muss wissen, wer ruft an. Es gibt heute Möglichkeiten dieser Bots, also wir sind in einer digitalen Welt, die sind nicht zu unterschätzen, das wird ein zukünftiges Thema werden, was viel bringt und am Ende des Tages natürlich alles auf den Kundenaugus fokussiert, auf den Kauf, um hier den Kreislauf, den wir vorhin gesehen haben, beginnend bei D365 über dieses Head Office zu Headless Commerce eben dann in das ganze Thema E-Commerce, mit dem wir uns ja dann jetzt im Detail beschäftigen, abzuleiten. Ich würde jetzt den Michael bitten, dass er von hier praktisch aufschlägt und dann noch kurz sagt, was er uns zeigen wird und dann direkt in das Ding ansteigt. Michael, bitte. Vielen Dank für das nette Intro, Siegfried. Michael Gremm ist mein Name. Ich bin Retail Consultant bei der HSO mit Fokus auf POS und E-Commerce und werde Ihnen heute vor allem den mittleren Channel, den wir hier sehen, in der Live-Demo vorstellen. Bevor wir dahin gehen, würde ich aber allerdings noch mal ganz kurz die noch mit ein bisschen Theorie füttern wollen. Xenia, wenn du vielleicht noch mal ein Slide zurückgehst, ganz kurz. Das Thema, das Siegfried nämlich zuletzt angesprochen hat, Headless Commerce, würde ich als Einstieg noch mal ganz gerne beleuchten, weil Sie sich vielleicht darunter noch nicht so viel vorstellen können. Ich meine, die anderen Buzzwords, wie zum Beispiel Omnichannel, kennt man ja, dass man auf allen Kanälen im Endeffekt die gleiche Datengrundlage anbietet, ist Ihnen mittlerweile ein Begriff, aber Headless Commerce ist vielleicht doch ein bisschen neu, ist aber ein sehr tolles Feature, wie ich finde, von Microsoft und deswegen würde ich da noch mal ganz gerne drauf eingehen. D365 läuft in der Cloud. Wir haben aber auch nochmal einen sogenannten Zwischenserver quasi zwischen der Cloud dazwischen geschaltet. Das heißt, wenn ihr Backend Updates macht, Deployments macht, heißt es nicht zwangsläufig, dass ihre E-Commerce-Seite davon auch betroffen ist. Ihre E-Commerce-Seite ist somit immer live, unabhängig vom Backend. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dadurch, dass sie dann 24/7 für ihre Kunden die E-Commerce-Webseite live haben und weiter ihren Handel aufrechterhalten können, auch wenn Sie Änderungen an Ihrem Backend, an Ihrem Headquarter vornehmen. Das heißt im Endeffekt Headless Commerce. Das wollte ich nochmal ganz kurz Ihnen als Einstieg darlegen. Wenn wir jetzt zum nächsten Slide übergehen, sehen wir hier unsere drei Channels, die wir haben.
Auch hier ist ein weiteres Buzzword, was ich immer noch ganz gerne will aufgreifen, nochmal tiefergehend erklärt, ist der Unified Commerce. Im D365 haben wir eine einzige Datengrundlage, das ist ihr Headquarter, woraus alle Daten quasi in unsere drei Channels gespeist werden. Unified Commerce heißt hier, dass wir eine Datengrundlage haben, die wir für alle drei Channels verwenden. Das heißt, sie pflegen einmal ihre Daten, sie pflegen einmal ihre Preise, ihre Navigationshierarchie, ihre Attribute und können diese Eigenschaften und Parameter dann gleichzeitig auf alle drei Channels ausrollen und müssen nicht jeden Channel einzeln pflegen. Andersrum ist es genauso, dass die Daten aus allen Channels zurück in eine einzige Single Source of Truth zurückfließen. Das heißt, wir haben die komplette Übersicht, wie Clara vorher schon gut erklärt hat, im Dynamics D365 Backend und können so über alle Kanäle hinweg eine sehr gute Kundensicht und eine sehr gute Sicht auf unser Business erzielen. Heute geht es aber um das Thema E-Commerce und dazu würde ich Ihnen mal ganz gerne die B2C-Seite von unserer E-Commerce-Anwendung von Microsoft zeigen und würde da dann direkt auf unsere E-Commerce-Website springen. Dazu werde ich jetzt dann mein Bildschirm mit Ihnen teilen, damit wir uns die Webseite mal gemeinsam anschauen können. Dauert einen ganz kurzen Moment, bis der Bildschirm wahrscheinlich zu sehen ist. Genau. Gut, wenn man mein Bildschirm jetzt sieht, habe ich Ihnen hier die mal eine Beispiel-E-Commerce-Website aufgemacht, die wir uns heute mal ein bisschen genauer im Detail anschauen werden. Ja, wir sehen hier eine Standard-Startseite, wo wir hier oben den Header-Bereich haben, den wir damit zum Beispiel verschiedene Promotion-Banners hier anpassen können, eine Navigationshierarchie ausstatten können, wo wir uns durch die verschiedenen Bereiche und Kategorien klicken können. Hier ein Marketing-Karussell, das wir mit verschiedensten Aktionen bestücken können und auch noch mit Bildern anreichern können. Das läuft dann automatisch durch. Wenn wir weiter runterschauen, als nächstes Element haben wir hier zum Beispiel nochmal eine Infoseite, wo wir uns dann nochmal auf verschiedene Infobereiche durchklicken könnten. Und hier unten können wir dann beispielsweise auch noch ein Video direkt auf unserer E-Commerce-Seite einbinden. Was mir nochmal ganz wichtig ist, Ihnen mitzuteilen, dafür brauchen Sie keinen Backend- oder Frontend-Developer. Das geht alles mit einem What You See is What You Get-Editor direkt aus dem Backend heraus. Also Sie können als normaler User, sage ich mal, Ihre Website direkt gestalten, ohne auf einen Entwickler zurückgreifen zu müssen. Sie haben hier also wirklich alle Tools, die sehr einfach benutzen können, um Ihre Website eben individuell zu gestalten und nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Genauso haben wir unten natürlich noch den Footer-Teil, wo wir zum Beispiel nochmal Links zu Social Media mit eingeben können, um eben unsere Kundenbeziehungen eben auch über den Bereich Social Media mit zu stärken. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Website im Detail aufgebaut ist. Dazu gehen wir mal zum Beispiel in eine Kategorie rein. Mir ist noch wichtig zu erwähnen, dass diese Kategorien hier aus dem D365 Backend heraus gespeist werden. Das heißt, wir müssen jetzt nicht diese einzelnen Kategorien in unserem ERP-Bereich und auf der Website pflegen. Wir pflegen sie ein einziges Mal in unserem ERP und diese Datengrundlage, die wir dort vorfinden, wird dann auf die E-Commerce-Website übertragen. Das heißt, da sparen Sie sich auch nochmal Zeit und Pflegeaufwand. Wenn wir uns jetzt mal hier eine Kategorie wie zum Beispiel die Schuhe anschauen, können wir hier nochmal sehen, dass oben nochmal eine Detailansicht oder beziehungsweise eine Intro-Ansicht in die Kategorie möglich ist. Auf der linken Seite haben wir dann nochmal verschiedene Suchfaktoren, die wir hier bestimmen können, wo wir unsere Suche als Kunde nochmal explizit anpassen können, eingrenzen können, damit wir auch wirklich die Attribute beziehungsweise die Produkte finden, die uns interessieren. Und sehen dann hier auf der rechten Seite direkt die Ergebnisse von unserer Suche beziehungsweise alle Produkte aus dem Bereich der Kategorie Schuhe, wenn wir jetzt keine Filterung vornehmen. Ja. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen in ein Produkt, sehen wir hier, wir haben die Möglichkeit, out of the box verschiedene Produktbilder anzeigen zu lassen, die wir hier auch dynamisch durchklicken können. Wir haben hier auch die Möglichkeit, direkt Videos mit einzubinden. Falls Sie Produktvideos nochmal haben, können Sie diese Videos eben auch hier nochmal mit einbinden.
um den Kunden eben ihr Produkt nochmal zu erläutern oder dem Kunden eine bessere Einsicht in die Produkte zu geben. Auf der rechten Seite sehen wir hier, ist Ihnen sicherlich schon aufgefallen, eine Review-Möglichkeit. Also out of the box bringt der Microsoft Webshop auch eine Funktion für Ratings und Reviews mit, auf die ich dann später nochmal detaillierter eingehen werde. Als nächstes, was wir auswählen können als Kunde, haben wir hier unsere Varianten, die auch standardmäßig aus dem ERP-System mit übernommen werden. Also Sie müssen hier auch wieder nicht extra gesondert in Ihrem Webshop nochmal die Varianten mit einpflegen, sondern die werden auch direkt aus dem D365 Backend gespeist und können ausgewählt werden. Dann haben wir natürlich die Standardfunktionen wie eine Auswahl der verkauften Menge oder auch die Möglichkeit, das Produkt auf eine Wishlist, auf eine Merkliste zu legen, um uns so eben verschiedene Produkte in unserem Kundenaccount zu speichern und später noch aufzurufen. Da werde ich aber auch später noch mal gesondert drauf eingehen. Eine ganz tolle Möglichkeit, wie ich finde, ist dieser Bereich hier unten. Kommt ganz unscheinbar daher, ist aber eigentlich ein tolles und sehr powerful Tool. Wir haben in der Microsoft D365 wählt die Möglichkeit, verschiedene Kanäle im Omnichannel seamless einzubinden. Das heißt, ich kann etwas hier online bestellen und in einem Store abholen. Ich kann auch genauso gut etwas online kaufen und im Store zurückgeben. Wir haben also wirklich eine End-to-End-Integration über alle Channels hinweg out of the box, ohne dass ich nochmal den Brick-and-Mortar-Store, also den physischen Store im Endeffekt mit meinem ERP-Backend verknüpfen muss, bringt hier Microsoft alles schon out of the box im Standard mit. Aber wenn wir jetzt mal ganz kurz hier reinschauen, könnten Sie hier über Finder Store, wenn man natürlich das Produkt ausgewählt hat, könnte man hier sich verschiedene Stores auswählen. Wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel Boston eingebe, könnte ich sehen, welche Stores in der Nähe von Boston dieses Produktes hier führen würde. In unserem Fall hat leider kein Store das Produkt. Ich muss es in diesem Fall also online bestellen. Aber ich habe hier die Möglichkeit, selber als Kunde einzusehen, in welchen Stores ich dieses Produkt vorfinden kann und eben auch anprobieren bzw. auch direkt kaufen und abholen kann. Ja, direkt mit auch einer Anzeige, wie viele Produkte hier in den entsprechenden Stores dann noch verfügbar sind. Als nächsten Teil, den wir hier auf der Produktseite haben, sind die Retail-Attribute, die Sie auch im D365 Backend pflegen können und eben auch hier mit anzeigen können. Besonders interessant finde ich hier ist die Möglichkeit, nach Attributen auch zu suchen. Ich kann also, wenn ich hier oben in die Suchfunktion gehe, und ein Attribut eingebe, jetzt nehmen wir mal hier zum Beispiel das Attribut der Collection Executive, habe ich die Möglichkeit, mir alle Produkte anzeigen zu lassen, die dieses Attribut teilen und kann somit auch gezielt nach Produktattributen suchen. Als nächsten Punkt, den ich ganz spannend finde, haben wir hier die Möglichkeit, noch Cross- und Upselling auf unserer E-Commerce-Website zu betreiben über Related Products, also verwandte Produkte, die wir händisch vorsortiert dem Kunden vorschlagen können. Können wir eben dem Kunden vielleicht noch zu einem zweiten Produkt, zum Kauf eines zweiten Produktes motivieren. Oder wir können uns auf Artificial Intelligence gestützte Vorschläge eben auch verlassen, wo wir dann Features, wie es zum Beispiel für Sie empfohlene Produkte oder andere Kunden kauften auch, sowie diese Produkte werden häufig zusammengekauft, eben hier mit einbinden können und den Kunden eben noch weitere Produkte vorschlagen könnten, die zu seinem bisherigen Shoppingverhalten passen. Im unteren Bereich sehen wir jetzt, wie schon erwähnt, die Ratings und Reviews, wo ich hier oben nochmal eine schöne Übersicht bekomme, welche Anzahl der Sterne für die entsprechenden Bewertungen vergeben wurde. Hier unten kann ich mir dann nochmal die Bewertungen im Detail anschauen, kann das Ganze dann nochmal sortieren bzw. filtern und kann mir so eben als Kunde einen guten Eindruck verschaffen, wie das Produkt bewertet wird. Auf der anderen Seite, Sie als Händler haben auch die volle Kontrolle über die Produktbewertungen. Wenn ein Kunde hier eine neue Rezension verfasst, geht es erstmal in ein Moderating-Tool rein, wo Sie die Rezension im Endeffekt sich selber nochmal anschauen können, begutachten können
und dann entsprechend die Rezession hier freigeben können oder falls es eine negative Rezession ist, was ja auch häufig vorkommt, dann auch direkt darauf reagieren können, um transparent klarzustellen, dass sie hier dahinter sind, eben einen guten Kundenservice zu liefern und eben darauf bemüht sind, schlechte Erfahrungen auszugleichen. Microsoft hat auch bei den Ratings und Reviews ein tolles AI-Feature mit eingebaut. Sollten Kommentare geschrieben werden, die beleidigend sind oder Schimpfworte enthalten, werden diese Kommentare automatisch vom System ausgefiltert und erscheinen somit gar nicht eben erst auf Ihrer Website. Das war's dazu zu den Details der Produktansichten. Als nächsten Punkt würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen in den Customer Account reinschauen. Der Kunde hat die Möglichkeit, wie auf jeder E-Commerce-Website, sich einen eigenen Kundenaccount selbstständig anzulegen im B2C-Bereich. Das habe ich jetzt hier bereits gemacht. Deswegen klicke ich jetzt einfach mal hier auf Sign In und werde mich dann jetzt mit meinen bereits zuvor erstellten Kundendaten anmelden, E-Mail-Adresse und Passwort. Klicke jetzt hier auf Sign In und komme dann in meinen Kundenbereich, wo ich meinen Customer Account komplett selbstständig verwalten kann. Unter My Account kann ich hier meinen Kundenbereich einsehen, kann hier nochmal meine Order History einsehen, also meine vorherigen Käufe, die ich getätigt habe, einsehen, kann meine Artikel einsehen, die ich auf meine Wishlist gelegt habe. Also wenn ich beim Stöbern der Website auf ein interessantes Produkt stoße, das ich aber jetzt noch nicht kaufen will, kann ich mir das hier bookmarken und kann den Kauf dann später fortführen, indem ich hier direkt auf Add to Cart klicke und somit das Produkt dann hier in meinen Warenkorb hinzufüge. Wenn wir jetzt hier zurückgehen, kann ich unter My Profile meine Anmeldedaten einsehen, kann meine Anmeldedaten bzw. meine persönlichen Details auch nochmal selber einstellen und editieren. Ich brauche dazu also keinen Customer Service, sondern kann meine Änderungen an meinem Profil direkt selber vornehmen. Und ich kann natürlich genauso auch mehrere Adressen hinzufügen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt eine Business-Adresse und eine Privatadresse habe, kann ich die hier auch selber hinzufügen. Und sollte ich verziehen oder einen Umzug in eine neue Adresse vornehmen, kann ich eben diese Adresse hier dann auch entsprechend anpassen bzw. neu hinzufügen. Ja, das war es jetzt mal hier zum Überblick über die Website. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne darauf eingehen, wie Sie diese Website auch letzten Endes ganz einfach anpassen können. Und das ist jetzt was interessant. Ja, wie gesagt, wir haben hier eine Microsoft-Demo-Seite, die aus dem Standard quasi kommt. Aber es geht ja dann später darum, wie Sie Ihre Website speziell und eigenständig anpassen können. Dazu würde ich jetzt hier mal in das Administrationstool springen, das wir hier von dieser Website haben. Schaut folgendermaßen aus, kommt ganz freundlich daher. Wir haben hier erstmal eine Startseite. Auf der linken Seite können wir dann hier die verschiedenen Bereiche unserer Website verwalten, haben hier unsere Seiten und Produkte. Und ich würde jetzt einfach mal ein Beispiel machen, wo wir jetzt einfach mal den Text auf unserer Startseite ganz kurz anpassen. Dazu wähle ich hier die Seiten aus, gehe dann in die Homepage rein und sehe dann hier eine Vorschau über meine aktuelle Homepage, die ich dann hier direkt anpassen kann, indem ich auf Bearbeiten klicke und die Anpassung dann vornehme. Ich würde es mal einfacher halten und in unserem Fall ist einfach mal vielleicht den Text hier anpassen. Ich kann einfach direkt hier auf den Text draufklicken, kann diese Überschrift jetzt hier anpassen und kann den Text jetzt hier in meinetwegen New Season umändern. Wenn wir fertig sind mit der Bearbeitung, Sie sehen, es wird direkt hier auch auf der Webseite angezeigt, kann ich auf Bearbeitung fertigstellen klicken, kann hier noch einen Kommentar hinzufügen, was diese Änderung bewirkt, beziehungsweise was ich geändert habe und kann das Ganze dann speichern. Jetzt sehen Sie hier oben, es ist veröffentlicht, aber es sind ausstehende Änderungen vorhanden. Und wenn wir jetzt hier auf unsere Website schauen, sehen wir, dass immer noch New Arrival und nicht New Season steht. Das ist ein sehr großer Vorteil, weil Sie können im Backend die Dinge ändern, aber noch nicht veröffentlichen. Das heißt, Sie kontrollieren ganz genau, welcher Content zu welchem Zeitpunkt auf Ihrer Website gelauncht wird. Und was ich auch nochmal ein tolles Feature finde von Microsoft, Sie haben hier die Möglichkeit, über den Button Vorschau sich selber die Website schon mal anzuschauen, wie es denn dann in echt quasi ausschauen würde. Und wir sehen hier, das New Season wurde dann hier in der Vorschau schon angewandt.
Ich habe darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, diesen Link zu kopieren und meinen Kollegen zur Abstimmung zuzuschicken und mir die Änderungen gegebenenfalls sogar freigeben zu lassen. Also das ist wirklich eine tolle Übersicht. Genauso würde es dann nur auf der Website ausschauen. Und das würde ich Ihnen auch gerne nochmal zeigen. Indem ich hier auf Veröffentlichen klicke, werden meine Änderungen auf die Live-Website übertragen. Ich tue jetzt also die ausstehenden Änderungen veröffentlichen. Dann dauert es einen kurzen Moment, also circa 5 Sekunden, bis die Änderungen, die ich jetzt hier im Backend vorgenommen habe, dann auch auf der Live-Website, die öffentlich zugänglich ist, eben auch angewandt wurden. Und wie Sie sehen, ich habe hier, wenn wir zurück sind auf unserer Live-Website, direkt die Änderung vorgenommen. Die ist jetzt für alle Kunden zugänglich. Ja, also es ist sehr einfach, sehr schnell. In fast Realtime kann ich selber sehr einfach Änderungen an der Website vornehmen. Ein anderes tolles Feature, was ich noch zeigen wollen würde, über die Produktverwaltung hinweg haben wir hier auch noch eine eingebaute Medienbibliothek. Das heißt, ich kann alle meine Medieninhalte auf meiner Website hier direkt aus dem E-Commerce-Backend verwalten. Ich habe hier zum Beispiel eine Übersicht über alle Bilder, Videos und Dokumente, die ich auf meine Website eben mit einbinden kann. Darüber hinaus haben wir hier noch die Möglichkeit, verschiedene URLs anzupassen. Also damit Sie jetzt hier oben nicht so einen, sage ich mal, unschönen Link sehen, können Sie diese URLs nochmal selber anpassen, damit Ihre Kunden eben sich auch zur Not mit einer URL direkt und einfach auf der Website direkt durch navigieren können. Ich glaube, das war jetzt ein ganz guter Einblick. Es waren jetzt sehr viele Informationen auch, aber es sollte eigentlich auch mal ein ganz, ganz grober Überflug, ein grober Abriss sein über die Funktionsweise und das Look and Feel von der Microsoft E-Commerce Website. Ich denke, da haben wir jetzt schon mal einen ganz guten Einblick bekommen. Das wäre es dann jetzt von meiner Seite aus. Ich glaube, wir haben noch einen kurzen Blog, wo wir jetzt dann noch gegebenenfalls Fragen beantworten können oder ansonsten, wenn es gewünscht ist, kann ich auch nochmal tiefer ins Backend einsteigen und da dann auch nochmal den Unified Commerce Part ein bisschen mehr beleuchten. Ja, wunderbar, Michael. Das war sehr spannend und auch sehr umfangreich. Vielleicht, um nochmal so auf so ein paar typische Fragen einzugehen und Dara ergänze sehr gerne, weil du hast ja auch viele Kontakte auch mit kleineren Händlern. Vielleicht, Michael, Siegfried, was sind denn typischerweise so die ersten 3 Schritte, die man so machen muss als Händler? Weil ich muss ja schon einiges an Informationen vorbereiten. Wo sollte ich denn anfangen oder womit? Ja, die Frage würde ich ganz gerne beantworten. Das Allerwichtigste ist natürlich bei uns, im Gegensatz zu einer klassischen Website-Implementierung, sich um das Backend zu kümmern. Also dadurch, dass wir jetzt hier diesen Unified Commerce haben, kommen sehr, sehr viele Informationen aus dem D365 Backend heraus. Ich muss hier im Backend erstmal eine Struktur schaffen, um eben erstmal, sage ich mal, die grundsätzlichen Informationen für die Website bereitstellen zu können. Das heißt, ich muss ein Sortiment einrichten, ich müsste eine Navigationshierarchie aufsetzen. All diese Dinge kommen alle aus dem Backend heraus, werden dann direkt auf die Website quasi überspielt und dann kann ich auf die Website eben einsteigen, eben auf diesen sogenannten Site-Builder, den wir hier sehen, und kann dann anfangen, meine einzelnen Webseiten zu gestalten. Also das heißt, wenn ich den Grundstück aus dem ERP schon mal richtig aufsetze, spare ich mir hinten raus jede Menge Arbeit, die ich dann im Webshop eben nicht nochmal machen muss, weil sie aus dem ERP heraus direkt in meinen Webshop in einem entsprechend ansehnlichen Format eingespeist werden. Ja, ich kann es nur ergänzen. Also Stammdaten sind es kein Thema. Ich denke, die hat, aber wenn sie in E-Commerce starten, ist das nochmal wichtiger, was Michael gesagt hat. Sie brauchen die Struktur, weil die ist Grundvoraussetzung für die Suchefunktion, damit die Suche auch eine Findefunktion raus wird und nicht nur suchen. Das ist ganz wichtig. Und dann sollte man sich auch Gedanken machen über alle Informationen. Ich brauche Bilder, ich brauche viele Bilder, wenn es geht über Videos. Das sind alles Themen, die ja auch abgespeichert werden müssen. Ich brauche entsprechend Content, also Texte, sonst bin ich in dem großen World Wide Web ja nicht findbar. Das sind alles Themen, die ich mir vorher Gedanken machen muss und nicht erst ein schönes Frontend machen, sondern die Struktur ist ganz wichtig. Also Stammdaten, alles, was dazugehört, eine Logik, Bilder und viele, viele Texte und gute Beschreibungen für den Kunden, denn er sieht ja den Artikel nicht physisch, er muss sich ja
online kaufen. Also das sind für mich die Basics, mit denen man starten sollte, wie es Michael auch geschrieben hat. Ja, wunderbar, vielen Dank. Und das ist ja, denke ich, auch so, viele Informationen, die man als Händler ja eh vorliegen hat, also beispielsweise meine Bestellformulare und so weiter, da sind ja viele Details auch schon drin, die ich dann gegebenenfalls auch wiederverwenden kann. Ja, und gleichzeitig ist es natürlich ein Projekt, sage ich mal. Und genau, deshalb war uns natürlich auch wichtig, euch eben, also die HSO, mit vorzustellen, weil natürlich dann auch Microsoft-Partner wie die HSO eben genau bei diesem Projekt unterstützen können und auch viele, ja, ich sag mal, ja, entweder Vorlagen bereitstellen oder eben auch beraten, was denn wie am besten zu handeln ist oder welcher Weg oder welche Struktur tatsächlich die empfehlenswerte wäre. Also ich denke, was vielleicht noch eine wichtige Ergänzung ist, was ja heute mehr oder weniger auch Standard ist, ist das ganze Thema Self-Service, das hat der Michael einmal angerissen. Auch das sollte man nicht unterschätzen. Die Kunden wollen heute mehr und mehr sich selbst bewegen im Web. Die wollen selbst ihre Seite ansehen. Er hat das ja ansatzweise gezeigt. Ich weiß ja auch, dass der Microsoft Commerce-Teil ja auch für B2B genauso gilt, auch wenn wir jetzt hier im Handelsverband hauptsächlich B2C-Kollegen haben. Aber B2B wird ja mehr und mehr ein Händlerthema. Da kann man sich eben dann individuell einsteigen, man kann seine Historie sehen und man kann eben auch selber mit dem berühmten One-Click-Buy auch sehr schnell kaufen. Wenn ich weiß, ich habe mir da von 2 oder 3 Monaten oder 2 oder 3 Jahren irgendwas gekauft, genau das will ich wieder haben, das ist alles vorhanden in der Historie. Also das vereinfacht den Kunden die Bestellung, die Zusammenarbeit mit dem Händler, und für den Händler selber ist es natürlich auch ein effizientes Thema, weil er nicht groß mit Callcenter und allen möglichen arbeiten muss, sondern er kriegt die Informationen sofort live, der Kunde, und kann direkt aus einer Bestellung ableiten. Oder auch kann mal eine Frage. Also ich denke, das Medium ist halt das Entscheidende. Prima, vielen Dank. Dara, ich gucke dich mal virtuell an. Haben wir denn noch andere Fragen oder fallen dir noch Fragen ein vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Und zwar habe ich tatsächlich im stellvertretend für alle Händlerinnen und Händler natürlich die Frage, wie viel Man- und Woman-Power steckt denn dahinter bei der Implikation? Also wie viele MitarbeiterInnen muss ich abstellen? Und wie schätzt ihr die Kosten ein für einen KMU-Händler bzw. eine KMU-Händlerin? Gut, also die Grundvoraussetzung, wir sind ja gerade in einem Projekt, wo ich den Namen vom Kunden leider nicht sagen möchte und darf. Der hat schon D365, also was Michael gesagt hat, das berühmte Backend, das ERP-System, läuft schon in der Microsoft-Welt. Da ist es überschaubar, da sprechen wir von einigen hundert, also das ist ja nicht for free, also einigen hundert Manntagen. Das hängt aber davon ab, wie stark der Kunde selber das gestalten kann. Wir sehen hier noch im Livestream, dass die Seite zum Neugestalten, wenn ich denke, jeder Händler hat heute eine gewisse Marketing-E-Commerce-Abteilung, wenn die sich selber gestalten, das Frontend, das ist deutlich weniger. Ansonsten müssen sich da vielleicht dann eben auch Unterstützung von Agentur holen. Der Vorteil in der Gesamtlösung ist, dass sie halt keine Schnittstellen-Thematik haben. Ja, wenn ich natürlich jetzt ein anderes Backend habe oder wenn ich Microsoft als Backend habe und mache vorne mit einem anderen System den Shop, dann habe ich immer die große Thematik der Schnittstellen. Ja, das, was Michael uns so schön gezeigt hat, dass alles online in Realtime über alle Kanäle, berühmte Omnichannel, immer zur Verfügung ist, funktioniert ja nur dann, wenn die Schnittstellen da sind. Die sind halt in dieser Gesamtlösung in einer Zusammenfassung, in einer Cloud, in einem Backend. Und das ist, denke ich, da nicht zu unterschätzen. Also es kommt wirklich auf den Einzelfall an, aber es ist schon eine größere Aufgabe, wenn ich zusammen auch mit das ERP-System, also sprich die kaufmännische Abwicklung und die Logistik dahinter machen will. Also der reine Shop ist durchaus in, wenn man mit Vorlauf und allem drum und dran halben Jahr machbar und von Kundenseite mit 3-4 Leuten und von unserer Seite mit 3-4 Leuten durchaus gut umsetzbar. Super, das hört sich auf jeden Fall machbar an und nach einem tollen Prozess. Ich würde hier, wenn keine anderen Fragen sind, die Aufzeichnung stoppen, mich jetzt aber schon mal bei euch bedanken für den wertvollen Input von euch allen. Und gerne.